Ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Es ist Freitag, Newszeit, es geht direkt los. Viel Spaß! Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr die News hier seht. Es ist wieder Freitag und los geht's direkt in eigener Sache. Am Mittwoch hatten wir eine Kolumne. Es ging um das Gestalten von Brettspielrunden, das Finden von Brettspielrunden und das Beibehalten. Könnt gerne noch mitdiskutieren und auch wieder ein Spiel gewinnen. Das werde ich dort wieder verlosen. Die Reihe der Brettspielmechanismen ist jetzt auch weitergegangen. Teil 3 haben wir am letzten Sonntag veröffentlicht. Teil 4 wird jetzt am Sonntag erscheinen. Und da basteln wir jetzt gerade schon, auch mit den Anregungen, die ihr nochmal mit hineingegeben habt, was man noch verbessern, optimieren kann, um die Reihe dann halt noch besser dann auch präsentieren zu können. Und natürlich ist die Vorschau für das Frühjahr im vollen Gange. Und da sind ja weitere Verlage dazugekommen, wird auch jetzt noch sukzessive weiter ausgebaut. Es kommen immer mehr Informationen jetzt rein, was so an Neuheiten zu erwarten ist. Und das werde ich dann weiter anreichern und dann auch nochmal ja ein paar Videos dazu fertigstellen. Ich hoffe, dass das irgendwie im Laufe der nächsten Woche passieren wird. Nächste Woche bin ich auch auf der Nürnberger Spielwarenmesse und werde dort sicherlich auch nochmal weitere Informationen an Frühjahrsneuheiten herausfinden und dann euch zur Verfügung stellen. Gehen wir in die Branchen hinein. Die BGA Awards, also Board Game Arena Awards, sind vergeben worden in fünf, nein, sechs Kategorien. Das Best Casual Game ist Ticket to Ride Europe. Das Best Regular Game, scheint irgendwie so das Kennerspiel dann zu sein, ist Heat. Und Arche Nova ist dann das beste Expertenspiel von euch gewählt. Zwei Personen ist Sky Team sehr gut angekommen, was ja jetzt auch bei Cosmos demnächst dann physisch erscheinen wird, also auch dann mal hier erhältlich ist. Dann gibt es ein Forest-Spiel, also wahrscheinlich Naturspiel, das ist Erde. Und Gizmos hat noch den Team Award gewonnen. Also die richten jetzt auch einen Award dementsprechend aus, um halt Brettspiele, die digitalisiert umgesetzt worden sind, dann zu küren. Asmodee und Lego haben eine Kooperation bekannt gegeben in Form des Monkey Palace. Hier bauen wir dann spielerisch an einem gemeinsamen Palast, der mit Legosteinen dann errichtet werden wird. Genaueres dazu wird es dann sicherlich in naher Zukunft geben, beziehungsweise in Nürnberg soll es schon vorgestellt werden. Vielleicht habe ich da die Möglichkeit, einen Blick drauf zu haschen, Fotos zu machen und dann hier bei der nächsten Gelegenheit euch wieder mitteilen zu können. Also ich denke mal, dass ich da in der nächsten Woche einiges mehr zu berichten kann. Akram ist ein Digitalisierungshersteller oder jemand, der auch Spiele digitalisiert und die suchen noch weiterhin Beta-Tester für Stone Age, packe ich mit in die Shownotes. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne eben euch ja, bewerben sozusagen, um das Spiel halt noch besser zu machen, wenn es dann erscheinen soll. Erschienen ist dagegen bei Board Game Arena Amalfi Renaissance. Und 3000 Halunken sowie Federations ist jetzt in die Beta-Phase getreten. Also hier wird es dann demnächst halt auch dann die finale Umsetzung der beiden Spiele geben und ja, euch dann halt auch digital zur Verfügung zu stehen. Events habe ich ja schon darauf hingewiesen. Nürnberger Spielwarenmesse steht an. Das ist allerdings dann eher geschlossene Veranstaltung, weil es eine Fachpublikumsmesse ist. Da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Es hatte mich jetzt auch schon ein, zwei Leute angeschrieben, ob ich da behilflich sein könnte, an Karten heranzukommen. Nein, tut mir leid, das geht nicht. Also ihr müsst dann schon in irgendeiner Form pressetechnisch darüber berichten, und in Erscheinung treten, was das angeht, oder gegebenenfalls Inhaber eines Shops sein oder in irgendeiner anderen Form der Branche zugetan. Also nicht persönlich, sondern eben halt tatsächlich beruflicher Natur. Sonst wird es schwierig, da eben halt an Karten reinzukommen oder ranzukommen. Wo ihr aber teilnehmen könnt, ist Anfang März an der, ich weiß gar nicht wie viel, Conspiracy, ich glaube siebte oder achte Conspiracy von Pegasus, die wieder geplant ist, wo es dann sicherlich auch um die Neuheiten, Frühjahrsneuheiten von Pegasus gehen wird. Die haben ja auch einiges im Programm und auch da werde ich sicherlich von Nürnberg etwas ausführlicher berichten. Vielleicht mache ich die nächste News-Folge, entweder mache ich eine gesonderte Form von Nürnberg oder aber die nächste News-Folge am kommenden Freitag ist dann
gespickt mit den ganzen Nürnberg-Neuheiten, die mir so über den Weg gelaufen sind, dann auch mit Bildmaterial. Crowdfunding hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, dürfte jetzt wieder stärker losgehen und das sehen wir halt auch an verschiedensten Projekten, die online gegangen sind, auf mehreren Plattformen direkt. Gamefound ist Airspun Rangers, der Second Print Run, jetzt gestartet. Die sind schon fast bei einer halben Million, also Nachfrage ist sehr groß und haben auch direkt mal zwei Erweiterungen da hineingepackt, um eben das Spielvergnügen da noch zu erweitern. Dann Cryptic Nature von ID Ventures, ein deutscher Verlag. Das Spiel konnte ich selber schon rezensieren. Packe ich auch mit in die Shownotes rein, wie es mir gefallen hat. Es ist ein Spiel, wo wir als Kryptozoiker durch die Welt reisen und diese ja, Tierkreationen oder Tierlegenden dann in den einzelnen Orten finden, einfangen und in ein Gehege dann hineinbringen. Das Ganze auch mit ganz interessantem Material, wo eben halt ja so leicht magnetisierte Plättchen dann in der zentralen Auslage liegen, sodass ein Verrutschen halt da auch nicht mehr möglich ist, also gar nicht schlecht gemacht. Es gibt auch noch direkt zwei Erweiterungen und ein Artbook, wer das Ganze eben halt noch hochwertiger haben möchte. Eve War von New Eden ist eine Online-Spiel-Umsetzung, die gerade auf Kickstarter läuft und mit Clickpoint von Ludo Ninja haben wir ein Spiel, wo wir eben halt so verschiedene Drähte überbrücken müssen, um eben halt ein bestmögliches ja, Bild zu erzeugen. Tokyo Highway ist mit Rainbow eine neue Erweiterung oder große Erweiterung online gegangen, ebenfalls auf Kickstarter. Und in der Spieleschmiede haben wir direkt zwei neue Spiele, einmal mit Dice Manor. Ein Spiel, wo wir mit Würfeln eben halt unser Haus bauen. Und mit Conspiracy Abyss haben wir ja ein Abyss-Spiel im Taschenformat, wo wir im Wesentlichen kartengetrieben eben halt das Abyss-Spiel für uns dann erlebbar machen und sicherlich dann halt auch mit auf Reisen nehmen können im Zug etc. Im Zug könnte ein bisschen kritisch werden, weil die Auslage dann doch ein bisschen größer ist. Ja, das war so der Rundumschlag aus der Branche. Jetzt geht es noch in den Ticker mit Neuheiten von verschiedenen Brettspielen, die uns erwarten. So, im Ticker, ihr wartet drauf, was gibt es denn da so Neues, was in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht auch Jahren auf uns zukommen wird. Ich habe zum einen Dying Land, The Board Game, was ja angekündigt worden ist. Ein Spiel, was sicherlich der eine oder andere auch online-mäßig kennt. Les Architectes des Amitis von Le Board de Jeu. Das ist zumindest erstmal der französischsprachige Titel, ist ein Zwei-Personen-Plättchen-Legespiel, wo wir ja ein Haus dementsprechend nachkonstruieren müssen. Travelers Tokyo von Keep Exploring Games ist ein Spiel, wo wir uns in Tokio mit verschiedenen Transportmitteln bewegen, um verschiedene ja, Sehenswürdigkeiten von Tokio aufsuchen zu können. Dann hat Candy Games mit Tüfteln ein kleines nettes Würfelspiel oder wird herausbringen jetzt im Frühjahr und mit Quando ein neues Kartenspiel mit beidseitigen Karten und dem Ziel eben Straßen und Pärchen oder auch teilweise Einzelkarten abzugeben, um eben halt möglichst eine Hand zu haben, die bei Null ist. Aber hier gibt es dann auch so ein paar Tricks. Wenn jemand einen Drilling abspielt, dann muss jeder eine Nullerkarte, die er auf der Hand hat, umdrehen. Da die Karten beidseitig sind, kann dann auf der Rückseite, wenn es doof läuft, eine 10 sein. Die Karten sind von 0 bis 10. Und ich habe dann wieder eine volle Hand mit fetten Minuspunkten. Also ein ganz interessanter Mechanismus. Atherstone wird auf Kickstarter demnächst erscheinen. Thundergreif Games hat das angekündigt. Wir sind auf Naboora, einem Planeten, ja, der durch einen bestimmten Mechanismus Biome zusammenhält. Und hier machen sich ja, parasitäre Kräfte, Name dieser parasitären Kräfte habe ich jetzt blöderweise vergessen, breit und versuchen eben halt dort das Gleichgewicht zu zerstören. Und wir sind Anführer von verschiedenen Fraktionen und versuchen eben halt diese Auslöschung, diese drohende Auslöschung abzuwenden. Das Ganze funktioniert über Karten, die wir ausspielen. Interessanter Mechanismus. Und vor allen Dingen auch die Autoren, die dahinter stecken, dürften den einen oder anderen von euch ja positiv berühren.
Ja, dann haben wir Nains von Gree Games. Das ist eine Neuauflage von Nidavellir, jetzt mit Comic-Grafik aus diesem Nains-Comic. Sandback ist von Bizier Games angekündigt worden. Wir sind auf einem Heißluftballon-Event. Das Ganze ist als Stichspiel angelegt. Und wir versuchen eben halt die Stiche abzuwerfen, also in Form von diesen Sandsäcken, um eben halt unseren Heißluftballon möglichst gut und hoch steigen zu lassen. Und das Ganze wird dann über 3 Runden gespielt. Man Affair ist die Neuankündigung von Ludonova, die ja immer wieder recht umfangreiche, ja, in den Expertenspielbereich hineingehende Spiele ankündigen. Hier sind wir im alten Ägypten und spielen das über 3 verschiedene Epochen, Plättchen-Legespiel. Und ein Bauspiel steckt da so ein Stück weit hinter, wo wir eben halt ja im alten Ägypten da uns tummeln. Bunny Boom ist von Roost Game ein Spiel, wo wir versuchen, der Kaninchenplage Herr zu werden und Kaninchen eben halt aus unserem Einflussbereich loszuwerden und möglichst beim Gegner abzuladen, der natürlich Ähnliches im Sinn hat. Und das verspricht dann doch ein recht lustiges Ärgerspiel dann zu werden. Glitters ist von Rainer Knizia ein von Paper Games, ein Koop-Spiel, wo wir uns daran erinnern müssen, an welchen Stellen wir welche Karten dementsprechend haben. Lookout hat mit Flowers ein neues Spiel aus der Mandu-Reihe angekündigt. Diesmal geht es um das Zeichnen und kartsprechend ja, diese Reihe weiter fortzusetzen. Die ersten beiden gibt es ja, beziehungsweise das zweite ist gerade, nee, ist im Herbst erschienen, habe ich noch hier liegen. Und jetzt kommt eben Teil 3 dort aus der Serie. Für Aeon's End, Descent, ist angekündigt als Standalone-Game, wo die Mechaniken nochmal überarbeitet worden sind, komplett eigenständig spielbar mit neuen Herausforderungen. Für alle, die Aeon's End dort mögen, könnten da wahrscheinlich nochmal einen Blick drauf werfen. Und Craftman ist ein Spiel, was ja schon längere Zeit draußen ist. Hier wird es ein Roll-and-Write-Spiel geben, wo es um Ressourcenmanagement geht und das Thema bleibt aber mittelalterliches Europa, in dem wir uns dort dann tummeln und dementsprechend spielen. Ja, für alle Fans von Hitstar, es wird ein Hitstar Music Bingo geben. Also das Spielprinzip wird so ein Stück weit aufgebrochen und wir müssen jetzt eben halt ja, Musikstücke hören oder verstehen, die dann eben halt auf unseren Bingo-Karten eintragen und ja, möglichst dementsprechend dann wie im klassischen Bingo so Bingo-Reihen bilden. Bin sehr gespannt, wie das dann am Ende umgesetzt wird. Aber das scheint dann eben halt noch mehr Leute in den Bann zu ziehen und man wird das Hitster-Thema da noch weiter aufdrillen. Friedrich Ebert ist ein Spiel, ein kooperatives Kartenspiel von Ostia Games, die in ihrer History-Reihe dort weitermachen werden. Und last but not least hat Strohmann Games angekündigt, dass sie Aurum, was glaube ich bei Panosaurus Games ursprünglich rausgekommen ist, also ein Kartenstichspiel, dass sie das ja, demnächst auf Deutsch veröffentlichen werden und da eben halt die Lizenz zur Lokalisierung bekommen haben. So, also können wir uns da auch eben halt auf eine deutsche Ausgabe freuen. Puh, jetzt heißt Luft holen. Das war kurz und knackig die News. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, ein tolles Wochenende. Am Sonntag erfahrt ihr den nächsten Brettspielmechanismus. Und ich schaue mal, was wir sonst noch unterkriegen. Ich habe hier noch Schwingenschlag liegen, was ich jetzt ein paar Mal gespielt habe. Da bin ich auch gerade dabei, noch ein ja, Regelvideo aufzuziehen und gespielt. Muss mal gucken, was ich da wie, wo, wann hinkriege. Ist aber angedacht, das am Wochenende fertigzustellen und dann hoffentlich nächste Woche schon mal zu bringen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, spielt viel, genießt die Zeit und ja, macht's gut. Bis dann, euer Christoph. Tschüss. Musik